kreative Zauberwelt. Im letzten Stream wurde sich ja mal ein bisschen geäußert und gewünscht, so weihnachtliche Deko. So, heute machen wir mal so ein schönes weihnachtliches, süßes Gesteck im Rosé. Ist was anderes, das sind so helle Töne, ne? So, wie soll ich es mal, so Pastelltöne, die sich auch jeder mal so wünscht, ne? Also ich sag jetzt mal, ne, nicht zu krasse Töne, einfach ganz toll, ne? So, ich habe heute musste ich noch mal los, ich habe, weil ich noch mal Heißkleber haben muss, habe ich gleich ein dickes Sortiment genommen natürlich. So, und dann habe ich heute noch was ergattert, ne? Und das ist dieser Engel. Ist der nicht süß? Und den werden wir heute mit einarbeiten. Und ich denke mal, das sieht ganz süß aus. Moment, ich mache mal gerade das Schildchen, schneiden wir mal gerade ab, ja? So. Jedenfalls finde ich das ganz süß. Es hat ein Teelicht. Ne? Das sind die auf Batterie und das flackert auch. Ne? Also ganz toll. Das nehmen wir heute. Dann, Moment, das tun wir jetzt erstmal gerade an der Seite. Dann möchte ich gerne das mit einarbeiten. Ich finde das ganz schön, ne? Schön im Weiß. Hier sind zwei Sternchen. So. So. Hier haben wir noch einen Elefant, sag ich, einen Eisbären. Werde ich mal schauen, ob wir den auch noch mit. Mal gucken, wie das aussieht. Natürlich dürfen wir nicht vergessen, unsere Lichterkette. Die wird später. Was ich dazu... Das sind die Sachen, die wir jetzt benötigen. Ich habe heute noch so ein schickes Brett geholt. Ein schönes Dekobrett. Das gibt es bei McGuides. Also nur, wer in der Nähe McGuides hat. Ich weiß es nicht, wer es hat, aber jedenfalls. Ne? Ja, Papier. Tun wir erstmal eine Seite. Dann möchte ich heute einen kleinen Baum mit Kugeln mit euch machen. Dazu, ja. Was anderes ein bisschen machen. Klar brauchen wir Tannengrün. Das habe ich jetzt, wo habe ich denn das wieder her? Von Teddy natürlich. Das habe ich von Teddy, genau. Im letzten Video hatte ich diese gezeigt und die werden wir heute benutzen, auf jeden Fall. Und da schauen wir mal. Also ich finde die Farben ganz toll. Es ist in dieses Grau, also Grau-Silber. Weiß ist bei Altrosa, ich habe hier noch Hellrosa und diesen Stern werde ich gleich schon nutzen für dafür. Ne? Dazu haben wir noch, ich habe hier noch Rosen, ich will mal gucken, ich habe nämlich noch eine Idee, aber ich werde mal gucken, ob das aussieht, wenn nicht, dass das zu viel wird. Ich habe hier noch Rosen, aber ich müsste jetzt wieder neue Rosen machen. Ja, dazu. Und dann haben wir noch ein Schleifenband, ne? Das finde ich ganz schön, das passt, pastellfarbig, schön, ne? So leicht lila, altrosa, das sieht ganz schön aus. So, jedenfalls, das Brett tue ich jetzt erst an die Seite. So, dann werde ich jetzt mal, warte, ich nehme mal gerade einen Schluck. Wir werden jetzt erst den Baum machen. So, das brauchen wir jetzt nicht. Wir müssen jetzt erstmal... Oh, ich glaube, ich muss den nächsten... Hilft alle nichts, ich muss eine neue Klebepistole haben.
Ich habe jetzt die andere genommen, aber die läuft nur. So, ich mache die Kamera jetzt runter. Ne? Ihr sollt ja glotzen, was ich mache. So. Gut. Ihr sollt das ja sehen, was ich so treibe. Ne? So, jetzt nehme ich mal das Cuttermesser. Boah, der kann auch mal rüberkommen, ne? Die alte Socke. Nee, ganz gut. Heute machen wir am Weihnachtsgesteck. In Altrosa habe ich mir überlegt. Ich war, weißt du was? Ich war schon wieder im McGuides heute drin. Konnte wieder nicht widerstehen. Mir fehlte heute Heißkleber. Ja, alles ganz gut, ne? War nur heute den ganzen Tag fast unterwegs, ne? Morgen muss ich zum Zahnarzt, weil morgen kriege ich Therapie, ne? Und ja, wie gesagt, ich war heute nochmal bei McGuides. Ne, mein LKW habe ich leider nicht mitgenommen, der hatte heute keine Zeit gehabt. Guck mal, ich zeig dir, was ich wieder ergattert habe. Ist das nicht süß? Musste ich mitnehmen. Ja, ich weiß, ich bin schlimm. Nee, mein LKW hatte heute keine Zeit. Der wollte nicht mit. Hat gesagt, nee, geh mal alleine. So. Ja, ne? Und ich habe jetzt überlegt, dieses Brett habe ich jetzt auch noch heute vom McGuides geholt. Und da drauf machen wir das. Ich werde aus Styropor einen Tannenbaum machen mit Kugeln und Grün. Ne? Und ich denke mir mal, das sieht ganz schnuckelig aus. Kann mir so einen Sinn. Gestern habe ich noch ein Gesteck fertig gemacht in Rot. Zack, kam meine Freundin an und sagt, ja, gib mal her. Ich so, was? Ja, sagt sie, will ich haben. Ja, ist ja wohl der Ding, ne? Ist weg. Ich sag, gib mir die Materialkosten und Gutes, ne? Aber echt heftig. Gestern nur so ein... So, diesen Stern nehme ich jetzt als Untersatz. Ich finde das ganz schön, ne? Und sieht ganz, ich denke mir mal ganz schön aus. Und auf der Platte sieht es eigentlich ganz toll aus, ne? So. So ein schöner Untersetzer, ganz toll. So. Oh. Eine neue Klebepistole sollte ich mir auch anschaffen, die fängt an zu tropfen. Die eine ging nicht mehr, jetzt habe ich die andere genommen, die tropft nur. Ey, ich muss mir mal vernünftig. Ich habe heute versucht, wirklich Transparentpapier zu kriegen für meine Sterne. Nix, rein gar nichts, alles ausverkauft, jetzt muss ich online gucken. Weil ich unbedingt diesen Stern noch machen wollte, ne? Aber das war ein Ding. Alles ausverkauft. Ich sag, ihr spinnt doch alle. Das habe ich mir echt gedacht. Nein, nein, hier ist was los, habe ich mir gedacht. Ey, gehst jetzt mal? Oder wie läuft das hier? Ey, mach keinen Scheiß jetzt. Mann, Mann, Mann. So. So. Also Finger nicht verbrennen, ne? Das ist nämlich mein bestes Tennis. Ich kann das sehr gut, mir die Finger verbrennen. Ja, ohne Scheiß. Ich war bei Teddy. Teddy hat das eigentlich. Ich war bei McGuides gewesen. Wo war ich denn noch? Bei Kick? Weil Kick weiß ich auch. Dann war ich noch... Wo war ich denn noch gewesen? Wo war ich denn noch? Ich glaube, Schreibwarengeschäft oder so. Nix. Nichts zu machen. Ich habe gedacht, ihr spinnt doch alle. Echt. Wahnsinn. Toilettenpapier kriegst du ja auch noch nicht mal mehr. Wahnsinn. Die drehen aller Mamster. Ja, und in Hannover hat ja das DAX zugemacht, ne?
weil die es ja übertrieben haben. In die Diskothek da. So, meine Fans. So, jetzt machen wir das erstmal ab. Also wie gesagt, ich nehme die Halterungen ab, die für einen Tannenbaum sind. Die nehme ich ab. Also fand ich schon heftig, also ganz ehrlich. Gibst du mir mal gerade das Gesteck? Das rote Gesteck zeige ich dir mal. Das habe ich gestern gezaubert in Ruhe. Bitte, gib's mal her. Guck mal. Das nicht süß geworden. Das ist gestern sofort weg. Meine Freundin kam an. Ich sag, ja, so aus. So sieht die Verpackung aus, ne? Und die gibt's bei McGuides. Moment, in Angebot haben sie die, ne? Und den musste ich leider heute auch nehmen. Den fand ich so schön. Und davon machen wir heute ein Gesteck. Ne? Wurde auch Kugeln, kriegst du es bei Kick. Kannst du auch. So, dann fangen wir mal mit der Prozedur an, ne? Müssen wir mal gerade gucken. Finde ich das so? Ja. Können wir so machen. Nur gerade gucken, ob das passt. Ja, super. Ja, finde ich auch. Also die haben wirklich, die sind nicht zu bunt, nicht zu hell, sind schick. Schick, würde ich sagen. Ne? So, wunderbar, passt alles. So, jetzt kommen wir ein bisschen mehr in Glitzerfahrt, ne? Wenn sonst nichts glitzert. Aber ich hoffe, euch geht's allen gut. Sollte ja, hoffe ich. So.
jetzt sieht man es doch. So, aber hier muss ich noch mal gleich gucken. Das gefällt mir noch nicht so. Ich glaube, ich muss hier zwei Kugeln. Aber wir machen jetzt erstmal das Grün. So, ne? Wir haben hier einmal normales Tankgrün und noch Silber. Und das finde ich eigentlich ganz schick immer. Ne? So, jetzt schneide ich mir das ein bisschen. Wenn das mal so funktioniert. Ich schneide das jetzt einfach mal ein bisschen in der Mitte durch. Weil ich muss das ja verteilen. Meine Katze macht auch Blödsinn. So, was hier? Na, was machst du denn da? Machst du doch schon wieder Scheiße, wa? Kätzchens. Wenn man einen Kater hat. Wir haben nur Blödsinn im Kopf. So, das reicht erstmal. So, mein Silbernes. Ja, schön, dass du da bist. Freut mich richtig. So, jetzt habe ich mir erstmal ein bisschen Tankgrün geschnibbelt. So. Aber das hier, da muss ich gleich nochmal gucken, weil ich glaube, ein, zwei Kugeln kommen. Aber ich mache erst das Tankgrün und dann sehe ich das Perfektus. Perfektius. So. Ja, sieht doch schon ganz... Ja, da musste ich auch erstmal ein bisschen rumlaufen wegen Tankgrün, wa? Hat ja auch nicht jeder. Leider Gottes. So, jetzt fangen wir da oben. Ist ja auch nicht. So, jetzt nehmen wir mal ein bisschen. Ja, machen wir was. Die machen wir da eine Etage tiefer. Finde ich ja richtig süß. Na komm, geh rein. Zack. Ach Gott, ist das niedlich. Komm mal für den hier. Ach ja, wie schön. Ach, jetzt kommt der nächste Kater. So ungefähr. Mama, was treibst du da? Ich hab Hunger. Mein Dickerchen ist das. Ich habe hier nur männliche Tiere. Boah, ein bisschen reinschieben. Oh, das ist, ganz ehrlich, das ist richtig süß. Ja. Total, ich freue mich auch, ne? Also wer kommt, ist immer herzlich willkommen. Und ich will mal gucken demnächst, weil wir haben ja auch Weihnachten und so, da fallen mir noch Sachen ein. Und ich möchte gerne auch ein Gewinnspiel machen, ne? Das mache ich gerne, das mache ich vom Herzen. Ich werde mal gucken, weil ich mache auch Anhänger und sowas. Da lasse ich mir mal was Schickes einfallen. Ach, mich freut das. Ja, ich bin immer so begeistert. Ich freue mich immer über Kleinigkeiten. Wie so ein kleines Kind, ne? Wie so ein kleines Mädchen. Aber ich freue mich einfach, ne? Und gerade wenn ich meine Sachen mit Leuten teilen kann, weil mir ist ja auch, ich sag mal, in Corona-Zeiten ist es sowieso nicht so gerade leicht, ne? Und dann freuen sich auch die Leute, mit wenig Geld was herzustellen, sage ich mal. Das, ne? Ach, mich freut das alles immer. Ja. Thank you.
Diesmal nehme ich aber eine weiße, keine bunte. So, gehen wir gerade mal hier ein bisschen. Dann. Also, ne? Bisschen umwickeln. Muss das mal genau passend haben. Na. Scheiße. Ja. So, und dann mache ich das jetzt gerade erst an und dann sehe ich das erst. Was ist da? Eine Batterie noch kaufen. Batterien. Holla, wa? Jesus, meine Güte. Es werde Licht. In welchem Film war denn das nochmal? Es werde Licht. Die Mumie. Na, gehst du jetzt mal da rein? Oder wie sieht das? Das ist falsch. Ah, das ist ja interessant. So. Gucken wir mal. Könnten wir eigentlich hier so, ne? So. So ein bisschen. Ja, wunderbar. Haben wir. Gut. Jetzt tun wir die nur ganz leicht ankleben, weil Heißkleber ein Momentchen warten, weil nicht, dass das Kabel kaputt geht. Das hier nicht dran. Das wäre jetzt so. Ich werde das jetzt auch gleich passend rücken. Aber ich finde es einfach nur schnuckelig. So. Oh Gott. Das sieht doch mal scharf aus. Warte. Wo habe ich denn? Das sieht doch mal schön aus, ja? Ich drehe es aber auch gleich um, ne? So. Aber irgendwie fehlt was. Ich weiß nicht, irgendwas einen kleinen Tacken. Aber mal gucken, vielleicht könnte man. Ich weiß es nicht, ich muss mal gerade gucken. Vielleicht so. So würde ich sagen, ne? Jetzt machen wir das mal an. Oh, danke, danke.
Ja, das wünsche ich dir auch. Hab auch noch einen schönen Abend. Danke, dass du zugeschaut hast und das freut mich riesig. Ja, bis zum nächsten Mal, ne? Und schlaf später schön, ne? So. Oh, das ist lieb. Da freue ich mich richtig. Da freue ich mich riesig drüber. So, und das ist das Ergebnis. Und ich hoffe, sieht doch gut aus. So. Das ist das schöne Ergebnis daraus geworden. Und ich glaube, warte mal, ich kann das ein bisschen höher. So, und das sieht doch richtig schick aus. Gefällt mir gut. Bin selbst begeistert. Nochmal danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Wie gesagt, das ist jetzt das Ergebnis und ich finde es ganz toll. Kann man schön hinstellen, sieht super aus. Und ja, ich hoffe und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Bella.